Bend that. Grüezi miteinander. Wir treffen uns zum 950-jährigen Jubiläum von Grüeningen. Der Höhepunkt von dem Jubiläumsjahr ist sicher die historische Feier. Da treffen sich die ehemaligen Gemeinden von der Landvogtei Grüeningen. Das ganze Städtli wird in die Jahre um 1740 zurückverwandelt. Der Landvogt lebt wieder auf. Der Zehnte wird abgeliefert. Sorgen werden vorgetragen und Händel ausdiskutiert. Die erste von diesen 16 Gemeinden, die vor den Landvogtei treten, ist Münchaltdorf. Sie wollen Tavernen kaufen und wir sehen verschiedene Amtsträger, alle männlichen Gemeindegenossen und noch weitere, die in Münchaltdorf heimisch sind. Die Suche war, den Walter. Waffen! Über den Mantel nicht, so viel man mit dem Hundertwetter mal gesehen. Jetzt kommt gerade der Landrichter Schlumpf zum Tor. Da ist doch sonst ein gesetzter und überleiter Mann. Und was der Willisteicher auch jetzt bedeutet hat, muss man auch nicht lange fragen. Der Herr Diakon Breitinger. Vorne ist der Gänger! Das war jetzt nicht sein! Doch, doch. Von mir in der Stadt hat er mal geschrieben, der Bauer ist eine Kreatur, die zu gewissen Zeiten notwendig muss getrunken haben und an alten Rechten und Gebräuchen des Falls nicht abgehen lässt.
Der Verkäufer hat ihnen sicher heute Morgen schon ein Schnäpschen ausgeschenkt. Sag ihm Antwort. Sein geistlicher Beistand brauchen wir beim Verkauf einer Beizwagen nicht. Kann er sich nicht bei seinem Bruder im Städtchen ein bisschen aufwärmen? Ja, gerade! So, jetzt können die Leute kommen. Guten Tag, Herr Landrichter. Ihres Amt gibt Ihnen das Recht, bei diesem Chef dabei zu sein. Nehmen Sie doch bitte gerade neben mir Platz. Der Fähndrich, Jakob Schmuck, Stoppel und Heirollen. Deckelmeister Keller, was haben wir für einen Preis eingesetzt? Ja, wir haben beim Weinkauf 525 Gulden abgewogen. Ein Dukaten Trinkgeld kommt auch noch drauf. Können ich das paar zahlen? Nur teilweise. Der Senkelmeister Hasler zu Männidorf hat einen Brief von 200 Gulden auf dieser Beize. Entschuldigung. Während die Münchaldorfer noch am Verhandeln sind über den Kauf von dem Beizli, von der Taverne, sehen wir hier schon, wie die Riediker ins Städtli ziehen. Sie bringen ein Fuhr Getreide als ein Geld für die Eisen von Riediker. Ja, klar. Der Seekan hat 10 Sekunden. Wir da. Können die Weiber da jetzt? Die ganze Zeit mit da. Wir sind hier vor Riediker und wir bringen den Zehnten. Wir bitten den gnädigen Herrn, er möchte uns die Gaben prüfen. Gnädiger Herr, sie sind allein gekommen. Ich möchte aber doch zuerst einmal feststellen, wenn ich da überhaupt als Überbringer aufgeschrieben habe. Du musst noch etwas warten. Das ist einmal der Hans Heiri Meier von Niederoster mit seiner Frau. Hast du gesagt, ich bin Hunger, ich weiss es schon. Dann der Rudi Hemmig von Nossiken, auch mit Frau. Ja. Der Juckeli Bertold in Wien mit Frau. Ja. Ohne Dumpfgeruch. Stinkt nicht, schmeckt sehr gut. Aber sagen. Ja, komm! Die haben seit dem Morgen nur Schlafbrühe gekauft. Wunderbar, ganz auf diesen Frauenführer in die Fitness, als Mann, das Maß der Ferne. Ach,
Das nützt immer ein Hungerlied. Ja, halt! Was ist jetzt mit dem Stüsi? Hallo, kommen wir nochmal zurück in der Tür. Nein, Pinzikenbauern marschieren auf, um mit dem Landvogt einen Viehhandel abwickeln. Der Wirt vom Adler berappt noch seine Schuldigkeit an Gebühren. Jetzt wird schon gefällt, entweder der Immerli oder das, was dort ist. Das ist die schönste Töpfe, die misst du. Wer wollte vorher etwas sagen? Kommen wir durch. Das sieht man ja auch. Gnädiger Herr Landvogt, wir haben gehört, dass Sie mit der Kuh kaufen. Wir haben da ein ganz gutes Angebot. Wir wollen zwar ein paar Tränen nicht ins Handwerk pfuschen, aber wir haben gehört, dass am Schloss oben nicht immer so gut zufrieden sind mit seiner Wahl. Was ihr wieder gehört, Leute, man könnte meinen, ihr habt nichts zu tun, wenn ihr in Städtchen runtergeschehen und nichts zu verhecheln. Wir wollen mal schauen, was wir mit euch machen. Landschreiber, anders nehmen, aufgeschrieben. Gnädiger Herr, es ist wahr, Ihre Gnade haben dem Meisterknecht den Auftrag gegeben. Er soll sich einmal umschauen und aufpassen, dass es der Pfarrer nicht merkt. Ich habe es da irgendwo aufgeschrieben. Am Tag von Himmelfahrt war er zu Glaris am 10. Tag mehr gewesen, wo er dann endlich umgekommen ist, haben wir dann erfahren, dass dort hinten, glaube ich, nicht den besten Sommer gehabt haben. Wir winzigen Bauern müssen uns an eine strenge Zellordnung halten und müssen schauen, wie wir mit dieser Almendwiese zu Gang kommen. Ich gebe die Nacht vom Herrn Landvogt. Wir sind ständig in diesen Wiesen mit seinen fräsigen Viechern. Und das Weib wird auch alle Jahre kleiner, obwohl man ja die Viecher nicht melken kann und nur zum Rinden gebraucht werden. Und wenn man mal ein paar Fülle Herdöpfel macht, in der Hoffnung, es ginge uns besser, wird man schon schräg angeschaut. Ja, die Kuh kommen. Unser Fett zu kurz, unser Wald darf nicht so viel verlieren. Ja, wir mit dem Staub, dann schon mal überkommen dafür. Wir sind noch echte Dorfgenossen hier. Wir schauen wieder nur für eure Grossbauern. Wir wollen mal schauen, was wir mit euch machen wollen. Nehmt die Kuh wieder mit. Wenn der Rüb dann selber kommt, mit ihr. Dann können wir wieder darüber reden. Im Übrigen, das wäre ein schönes Tier. Aber wir müssen schon ein bisschen mehr wissen. Wie alt das sie ist, ob sie einen Mehrschaft tragend ist oder frisch gehalbert, das sehe ich jetzt wieder so von da aus, oder ob sie einen Narzissten hat. Gnädiger Herr, als
Also ich glaube nicht, dass das geht, dass wir die einfach da können verhandeln drüber. Und also ich verstehe nicht zu viel von Kühen. Aber wenn ich die da anschaue, dann kommt der dicke Bauch da wahrscheinlich nicht vom Fressen. Die ist doch geträgert, oder? Und die, was sie fressen hat. Ja. Er ist gleich noch mehr weg, wenn sie trägt, oder? Habt doch ein bisschen gegessen. Ja, aber ihr wisst ja nicht, der Rüebli, das kalt will, nicht ihr, oder? Also ihr nehmt die Kuh wieder mit. Der Rüeb muss arbeiten, den Tag durch. Ja, also, das ist ja gerade der Grund, warum dass er sie einen schönen Weg nimmt, wenn er verkaufen will, oder? Ja, ich glaube, die zeigen nicht, wie alt das ist. Wahrscheinlich ist es schon gesagt. Interessant abgeschoben. Ich bin auch nicht ein grosser Wegkenner, aber ich hätte das Gefühl, ich erinnere an ein Jungstier, das erst bin ich zweimal geschoben hat, nicht schon abgeschoben. Aber wir werden darüber nicht diskutieren. Landus, ich habe es wirklich, ich habe einfach gesagt. David, wir unterstützen wie im Stück Wiener. Aber es würde mich außerordentlich freuen, wenn ich den hochwürdigen Landvogtenkönigin wieder mal öfters bei uns, aber wenn es in der Folge treffen würde. Da sind die zwei Punkte. Wir werden das zur Kenntnis nehmen und ich danke für die hoch anständige Anlieferung von Ihrem Tavernenrechtgeld. Und für die Höflichkeit, wenn es sonst nichts mehr weiter ist, so können die Pinziker jetzt wieder heim, mit samt der Kuh. Aber passet auf, ich will nicht, dass sie dann einkehren auf dem Heimweg. Wir sind nicht klar. Nachdem der Pinzikewirt vom Adler sein Tavernengeld gezahlt hat, wird der Schlagbaum geöffnet für die schwer beladenen Fuhrwerke aus Egg. Die Hofleute von Egg bringen den Zehnten von den Kreisen Egg, Hintereck, Voriken, Ober- und Niederesslingen. Unser Klima. Hinten rein sehen Sie und hören Sie es eher Tanzmusikli. Es wird am Landvogt ein Stückchen spielen, als Trost dafür, dass der Zehnte eben gleich nicht ganz so gross ausgefallen ist. Ja. Auf dem vordersten Wagen sehen Sie die Zehntenabgabe in den Säck abgefüllt. Als I'm sorry.
Rolle von am Deckel der Volkstanz, Volkstanzaufführung vor dem Tierstück zu Ende ist, wenn sie jetzt also durchschnittlich auf dem Kopf. Sind wir mit eurem Zentrum gekommen heute? Ich möchte den Landschreiber suchen, verlesen, was sie mit abliefern und mit der Mani. Mani ist also kein Diskurs, das ist fest und gleich. Frau Bonzeisen sind schuldig. Volike, Kerne 9 Mütt, haben 2 Malten, 3 Mütt und 2 Viertel. Die von Eck, Kerne 22 Mütt, 2 Köpfe und 4 Immi. Aber 4 Malten, 2 Viertel, 1 Kopf und 3 Immi. Und Ober- und Niederesslingen zusammen Kerne, 1 Müt, 2 Immi und 1 Näsli. Wir wollen aber ein recht schönes Wappen. Darum können wir es heute noch nicht präsentieren. Danke. Ich habe weiter gesehen in meiner Chronik, dass der Otto von Eckau, ich weiß nicht, habe ich das richtig gelesen, schon vor 1000 Jahren Zeckine existiert hat. Wir haben dann mit Freude können feststellen, dass die Hochwachter von Pfannenstiel oben, sie können mich aber korrigieren, wenn es wieder so ist, die auch auf Eckener Boden ist. Gnädiger Herr, Sie haben recht, die Hochwacht ist tatsächlich auf unserem Grund und Boden. Und jetzt möchte ich noch wissen, der Pfannenstiel hat ja irgendein Name, eine Pfanne mit einem Stiel, darum heißt der Pfannenstiel. Vielleicht kann der Herr Untervogt mir dann auch sagen, woher das eigene Pfannenstiel, woher das das rührt. Ja, ich nehme höchstens an, dass dort oben mal eine Bauernfrau ihre Pfanne verloren hat und besuche nur noch den Stiel gefunden hat. Und ich kann mir finden, ob das letzte Jahr ist, eine einmalige Entweisung sind, das kommt nie mehr vor, ich bin sonst ein anständiger Bauer und mir ist das nur so passiert, das letzte Mal. Und wieder ein kurzes das ist doch der mit dem Stier, wo irgendetwas gegangen ist, wo das Dorf vorwerkt worden ist, also sein Stier glaube ich, ist es sein. Ja, das ist mein Stier gewesen. Der Nachbauer hat mir geholfen. Dann würde ich nie ein Stier auslehnen. Einer, der so wild schottet. Der Stier würde heute noch leben, Herr Lampfurt. Wenn er mit denen wie die Kids gejagt hat, der Schinder. Ja, gnädiger Herr. War es gut. Landschreiber sagen wir mit Zentren, wenn sie abliefern, aber vorher möchte ich noch den Eckern etwas sagen. Wir haben gehört, dass Zeck ja ein fruchtbares Land ist und das wissen wir bis auf hässlichen Abend. Und dass dort Tendenzen im Gang sind, anstatt Sachen,
Bäume zu setzen. Und zwar, wo es Wurst gibt drauf. Ich habe gehört, dass sie legal möchten sie dann. Ich möchte es doch noch wissen, ob das stimmt, ob einige Tendenzen vorliegen da. Im Jahr 1740 hat es Erbstrittigkeiten zwischen Mann und Frau gegeben. Ein solcher Fall wird heute vor der Landvogterei und vom Gerichtsbeamten beurteilt. Die Klage gegen ihn zu vertreten. Ja, du meinst es ja gut, mein Vetter Kasper. Aber schau, so mir nicht, dir nicht, so ein Haufen Geld, wo meinen und beim ersten Selig seinen Erben gehört, einfach noch fahren. Nein, da sei Gott davor. Seht ihr zwei, was redet ihr denn? Dürfen wir es auch wissen oder ist es geheim? Ja, weisst, mir ist es nicht mehr so ganz wohl. Ich halb Nacht drüber gesehen. Das wäre mir jetzt noch gespässig. Der Hürli mal soll Hürli machen, was ihm gar nicht gehört. Du weisst, wie es der Regen Kurzhurt mit ihrem ersten Ehemann, Hans Konrad Lindruber, kurz vor seinem Tod nachgemacht hat. Dem, was andere überlebt, soll alles gehören bis zu seinem Tod. Und wenn das zweite stimmt, sollen also vorliegen bleiben, je zur Hälfte aufgeteilt werden zwischen ihnen und seinen Eltern. Gell, so ist es gewesen, stimmt? Präzise. Und geschrieben ist das Ganze immer im Testament. Ja, meinst du aber gleich. Nein, wenn ihr zweit, der Hürli mal, jetzt ganz Vermögen durchtut, dann muss man sich auch schämen vor dem Tod. Gott hat ihn selig. Wenn du siehst, wie viel das dieser braucht, dann glaubst du ja wohl nicht daran, dass noch irgendwann etwas davon zu unseren Erben kommt. Nein, Vetter, wir müssen jetzt zusammenstehen. Der soll verklüpfen für den Magoniker mit dem eingebracht haben. Haltenden Streitigkeit zwischen der Regula Hürlimann, Gerichtsschreiber Hürlimanns Ehefrau, im Roten Stein, in Hausstand ihrer Vetter, namens Martin Münzli und Kaspar Hartmann von Dürnten, als Kläger an einem, dank Gerichtsschreiber Heinrich Hürlimann, ihrem Ehemann als Beklagter am anderen Teil. Wir hätten eben gemeint, dass am Hans Johann Riemgruber seine Ehe auch noch etwas hätte haben davon. Es ist doch, wie sie nach dem Testament darauf Anrecht haben. Jetzt muss ich aber lachen. Auf was sollen denn die noch Anrecht haben? Das hat mystisch geführt. So, was der Zauber heranfuckt. Ein Riemgruber seine Erben haben verzichtet. Dort haben sie den Auskauf unterschrieben. Es ist nicht billig, sie wollen einen Hang müssen gehen dafür. Jetzt schaut mal den Finka. So ist das. So willst du die denen beschissen? Was sagen die dazu? Wenn das Papier dort wirklich unterschrieben ist? Ja! Ja, Bessi, ich glaube, wenn die Sache so ist, dann ist da nichts mehr zu holen. Ja, oder was meint ihr, Herr Amtsrichter? Nein, das Abteil von der Sache ist klar. So ein Vertrag wird die Obrigkeit geschützt und Kind. Der Tavernenwirt vom Wirtshaus Steg und seine Frau Annegret streiten mit den Richter wegen der Abgaben, die sie für ein erworbenes Stück Land zahlen müssen. Und wegen dem Grundbesitz, sie jetzt das Gefühl hat, er müsse keine Steuern zahlen.
Was suchen die Fischertaler da zu Grünigen? Ja, dort, der Landvogt die behauptet, wir hätten den Zelt nicht richtig abgeliefert. Darum sind wir vorgeladen. Und wir wehren jetzt uns. So, machen wir. Also, den glaubst du doch. Wer will vom Stark? Ja, und die anderen? Irgendwie die Frau! Das ist der Rudi. Das haben wir gar nicht wieder wissen. Können wir jetzt anfangen? Also, wir sind von der Landvogtladen, weil wir vor 10 Jahren die Burg und das Land vom Ritter Stoffel gekauft haben. Und seit 10 Jahren den Zettel nicht abgewickelt haben. Ja, aber wenn wir dann für das alte Jahr den Zehnten richtig abgeliefert haben, wieso haben wir dann nicht für das neue Land genauso abgeliefert? Für das Land muss ich keine Zehnten abliefern. Wieso nicht? Na ja, der Ritter, der Stoffel ist dann ein Ritter gewesen. Und da der verlockert ist und er will immer rumgesoffen werden und... Jetzt hört mal nicht dumm auf! Ja, dann red doch du mal! Also, der Stoffel. Ich bin auch nicht drauf. Aber wenn die Frau, die ja immer recht hat, mal etwas gescheit sagt, dann ist sie jetzt frei. Hör mal auf, verdummt, wie geht's noch? Jetzt ist heute endlich mal ein Stil bei euch da und ihr wisst doch nicht, wie neu mit dem Gericht bin. So, ich fasse noch mal zusammen. Ihr habt also 10 Jahre lang den geschuldeten Zehnten für die Burg und das Land vom Ritter Stoffel nicht abgeführt. Und 10 Jahre lang habt ihr im Amt nichts gemerkt. Einfach ist doch das in der Runde gewesen. Jawohl, wenn wir 10 Jahre lang keine Zehnten abliefern und gemerkt niemand fühlt, dann ist das ein Gewohnheitsrecht. Und dann können wir keinen Schritt auf. Ihr seid auch mal recht. Wir berufen uns aufs Grundrecht. Jawohl, und wenn ihr im Amt keine Ordnung habt, dann ist doch da nicht eure Schuld. Jawohl, richtig. Von jeder ist es ein ungeschriebenes Grundrecht, dass wir kein Zettel mehr haben. Hören wir mal ins Gegenteil. Wenn wir etwas Unrechts tun, das wird nie recht. Und wenn es noch so lang macht und so lang wäre, dann sehen wir das. Wir haben es eigentlich herausgefunden. Ja, man hat so ein Aufrecht. Man hat es berichtet. Es berichtet sich nicht so von mir selber. Wer ist der traurige Treffen, wo ich vertrabelt habe? Das darf ich Ihnen gar nicht sagen. Schließlich gibt es auch noch ein Amtsgeheimnis, das sollten Sie ja wissen. Für euch hat es sowieso gleich Sinn. Hauptsache, wir wissen, dass ihr 10 Jahre lang die Zehnten nicht abgeliefert habt. Oh. Ihr dürft uns nicht sagen, wer den Dreck findet, wo uns da verratscht hat. Es ist ja geschämig, wenn man die Worte nicht darf sagen. Das wird ein gerechter Richter sein. Wir haben es eigentlich herausgefunden.
Abgabe. Aus alten Zeiten stammt die Verpflichtung jedes Jahr pro Rauch. Also zusammen mit Berit Schwiler, der Dorfvogt und der Gruppe von Bauern, die die Fasnachtsmühner, das ist eine jährliche Vogtabgabe, überbringen. Er also seiner Gnaden und Weisheit am Landvogt müssen eine Schutzgebühr zahlen. Die Form von der Vogtabgabe hat in der Auf dem zweiten Wagen kommt gerade fest die Freude mit. Manchmal hat man den Hühner Rauchhuhnabgabe gesagt, in der Herrschaft Gröningen, aber ist das schlicht und einfach das Fasnachtshuhn gewesen. Wenn Sie schnell zählen, kommen Sie auf 52 Hühner. Berit Schwiler haben aber im Jahr 1740 54 Häuser gehabt. Darum laufen die Hinter davor, damit manchmal auch die Eltern uns Gräsli und Rindli gar nicht mehr ankommen. Die Musikanten auf dem hinteren Wagen sind der Ausdruck von der Freude von Berit Schwiler, dass der Zehnte über das Jahr wieder abgewinnt ist. Und außerdem ist das Pferd die Hauptstadt von der Die Schulmeister, seine Frau in aller Herfahrtsfrühe in den Kabisplatz raus, gehen Schnecken sammeln. Sie
Sie sagt nämlich, man verwünscht es am besten, die Schnecken. Sie sagt dann noch halben im Schlaf. Warum in Gossauer zum Landvogt auf Grüningen? Wir hatten einen Holzfrevel im Sennwald. Der Baum von Herr Schmettle hat die Kreis geklaut. Und jetzt wird das vom Gericht verhandelt, weil das Ritterhaus Bubiken, wo der Sennwald gehört, nicht einverstanden ist, dass Bauern einfach, wie es ihnen gerade passt, das Holz klauen. Bei strahlendem Sonnenschein sind Tom Brechtiger zum Landvogt von Grüningen gekommen. Sie haben einen beschwerlichen Weg zurückgelegt und bringen jetzt die Zehnten von Herrn Brechtiger. Die andere ist auf dem Wagen, aber da der Muster von diesen weißen Enten könnte Ihnen einen guten Braten geben. Was haben wir jetzt so eigentlich für? Haben wir noch gleich Tuhusenenten oder ist das? Das ist eine Sachsenente. Okay. Dann haben wir von Lutiken den Hans-Konrad Brändli. Er hat ein Schaf aus seiner guten Zucht. Und geritten. Das höre ich gern, dass man noch Freude hat an den Tieren und auch Tieren. Du bitte mal einen Namen bedenken. Das ganz anders mit dieser Welt. Die sind auch recht los. Hoffen wir den Nachwuchs mit Verlaub. Wir haben aber auch Sorgen. Sorgenplan ist nach wie vor, auch wenn es uns das Jahr nicht so schlecht gegangen ist. So ist Marit Kurz aus dem Niederfeld schon wieder in der Hoffnung. So sind sie selten hin. Aber sie soll Ihnen Sorgen ganz selten erzählen. Seegräbner werden von der Landvogt zitiert. Der Landvogt ist der Meinung, sie hätten zu viele Restaurants in ihrem Dorf. Und jetzt wird dem Stillstand eindringlich ins Gewissen geredet. Herr Untervogt, die Leute von Seegräbner sind da. Gnädiger Herr, Seegräbner sind da. Der ganze Stillstand umher. Noch Dorfleute zu hören. Sie sehen aus wie ein Gewitter im Anzug. Sieht aus, wie wenn ihr alle Gründe hättet, ein bisschen hinzuzugehen. Der Landschreiber verliest euch jetzt das Mandat, das der gnädige Herr Landvogt für euch aufgesetzt hat. Ich möchte euch bitten, den Stillstand da hochzukommen und die Dorfleute näher herzukommen. Thank you.
Landschreiber, ihr habt das Mandat geschrieben. Hallo? Jetzt ist durchhalten. Wir Seegräber haben keine Kutsche, keine Pferdekutsche für uns, dass wir können zum Dorfbus gehen. Wir sind dorfeigene Wirtshäuser angewiesen. Und was wir in letzter Zeit gehört haben, wenn sie uns auch noch im Ahrtal unten die personell bediente Postkutschenstation wegnehmen. Und dann ist die Möglichkeit, damit wir heute in die Stadt fahren. Da haben sie Dr. Hausner und die von der Wagenburg, wo die in den Kriegburg sind, besser. Die haben kein Seitenmandat. Und ich möchte schon sagen, wir Seegräber sind nicht mehr gewillt, immer nur schön die Zehnte abzuliefern und nichts dafür rüberzukommen. Was wäre euch denn lieber? Eine bediente Postkutschenstation oder eine dorfeigene Wirtschaft? Wir hätten lieber eine dorfeigene Wirtschaft. Ja, das ist schon ein Problem. Ich habe mich schon mit dem beschäftigt. Ich sehe, ich glaube, es nur eine Möglichkeit für euch. Ihr müsst ins Ahrtal runtergehen. Jetzt heisst es der Mann zu Lütti. Die Wirtschaft neben den Mühleweihen, das hat doch noch immer, glaube ich, schon einmal, wenn ich letztens gesehen habe. Dann können wir uns ja gerade Schlangen taufen. Und wenn dann die höheren Herren vom Mann zu Lütti etwas dagegen hätten, so müsste die alte Wirtschaft in den Tunnel verstecken. Sie müsste sie nicht mehr finden. Und wenn ihr keinen hättet, ich wüsste schon noch gar den berühmten Tunnelbau für euch. Jetzt sind wir wieder zufrieden mit der Schule. Jetzt können wir heim in die Wirtschaft. Der Amtmann von Rüti, er ist gerade auf dem Weg auf Zürich, stattet dem Landvogt Grünigen einen Höflichkeitsbesuch ab. Die beiden haben gemeinsame Interessen und tun Neuigkeiten aus der Politik austauschen. Amtsvolk nach Zürich fahren. Denn er hat ja dort ein wichtiges Wort bei diesen grossen Männern, bei diesen gnädigen Herren der Regierung. Und wenn wir dürfen auf Zürich kommen und wenn wir dürfen die Grünigen vorbeifahren und uns mit gnädigen Herrn Landvogt orientieren, was für Anliegen wir haben, tut das immer schön. Denn er wird uns dann auch, wenn wir unsere Sachen vortragen, nach hier durch unterstützen. Wie hoch erfreut über den Besuch? Weil wir mit Rüti immer auch ein gutes Verhältnis gehabt. Ich will zwischen dir fragen, wie steht es eigentlich mit unserem Amtshaus Rüti? Ich habe gehört, dass es auf einmal ein auffällig, ob da Reparaturen nötig sind. Ich würde mich nicht empfehlen für Beiträge, aber wenn Sie sich vor, dass wir etwas sollte geben, wäre nicht abgeneigt dazu. Ja, also das Amtshaus selber, das kann ich nicht klagen. Es geht nur etwas Grundbedingungs, das wäre Kille. Es wäre schön, wenn ihr dort einen grösseren Betrag könntet. Freisetzen, damit wir sich ins Bollwerk sind, an der Grenze gegen Uznach und Stoppenburg. Da kommen uns die Walder entgegen. Sie gehen zum Landvogt wegen der leidigen Steuern. Der Peter Schuffelberger von Bühl ob Wald wird als Schicksalsfigur dargestellt. Politischen Rechte und der Freiheiten im Handel und Verkehr erzeugten oft Unruhen auf dem Lande. Beim Volk entwickelte sich eine besondere Abneigung gegen neue Abgaben und Lasten. Im Jahre 1408 verpfändeten die Vögte Hermann und Wilhelm Gessler die Herrschaft Grüningen an die Stadt Zürich.
Dadurch entstand eine unerfreuliche Abhängigkeit. Die Stadtregierung musste im Jahre 1599 eine eigene Truppeneinheit von 1200 Mann rekrutieren. Sorger kann ich euch, Mutter Schuffelberger, nur versichern, dass wir eurer Familie immer beistehen. Ja, ja, Herr Pfarrer, auch unsere Hilfe ist immer gewiss. Aber wir Bauern können halt einfach nicht vergessen, dass unser Peter Schuffelberger so tragisch hat müssen auf dieser Welt. Das waren harte Zeiten und wir haben uns Tag und Nacht abrackern. Ja, der Landvogt von Grüningen und die Herren von Zürich haben uns die Rechte geschmälert. Bei uns haben sie ja nur noch abgehoben. Alles wird verketzert und schon bald wird noch vor der Richter zitiert. Ich habe mich noch gut erinnert. Im Juli 1599 hat der Peter Schuffelberger eine Landsgemeinde einberufen. Auf Fischertal und auf Iwil. Und da hat er den Gewerber und den Bauern gesagt, sie sollen keine Kriegssteuer mehr zahlen. Zum Kubiken mit dem Drehörgeli-Mann, dem empörten Junker in Eschen vom Ritterhaus, dem angeklagten Sigrist, dem Tavernenwirt an der Brach und natürlich mit dem Bürger, dem Klotz am Bein. Alle kommen zum Landvogt, wo sie einen Gerichtstermin haben. Also die erste Klage ist, dass man an der Junker in Eschere hier von Bubiken der Kinderbank zugenagelt hat. Und das wird jetzt hier vor Gericht verhandelt. Die zweite Klage, das ist Karl Wilhelm Bürger, das ist so ein Gaukler, so ein Taschenspieler. Also einfach ein Vagabund, der hat einen Klotz am Fuß und der wird auch hier verklagt. Aber wir haben ja auch den Landvogt da und er wird das schon sein Recht dazugeben, oder? Willkommen, Herr Amtsrichter, allerhand Arbeitbringender aus dem Niederglatt hier durch. Der Niederglatt, das müssen wir euch erklären, Ihnen erklären, meine lieben Partei-Angehörige, das ist eine Allauffassung. Was links ist, glaube ich, ist Niederglatt und was rechts ist Oberglatt. Und das müssen wir wissen, als Gehörige nennen. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass Herr Pfarrer, ja, bei mir ist da, ist der. Der Pott hat ihn geschrieben, hat darüber geklagt, gegen die mutwillige Vernagelung von der Junkerin in ihrem Killenbank überbracht. Das haben wir da schriftlich. Bigitschi, es vergab kaum eine Woche, wo ich den mythischen Zeitalter gut rausschoren musste. Und wir haben Mergel zu Kubiken. Mergel? Ja, sehe ich dann die ganze Zeit hinter dem Taufstein hocken mit dem Freuel und aufpassen. Mit dem muss man nicht kommen. Auch an anderen Orten im Oberland hat es keinen Meersand. Aber eine Grube ist gemacht immer einen halben Tag. Und dann verbleiben immer noch 6,5 Tage zum Aufpassen. Herr Amtsrichter! In nomine consistori hat man mir Pläuler von der Ältesten verschwinden, eine letzte Warnung zugeholt, folgender Inhalt. Sträflichen Saufen und Fressens und Tabaktrinkens
Karten- und Kegelspiels. Leute, bleib nur da! Nachdem jetzt die 12 Pfünder geschützt, wenn der auch auf den Buben Stillstand losballert hat, was auch euren Pfarrer ein bisschen in euch interessiert hat, habe ich auch noch eine Frage an dich. Land auf, Land ab, weiss man, dass mit Ausnahme von der Kirche ganz Belustigung verboten ist. Nur der Bleiner, der weiss es nicht. Herr Absichter, der Bleiner macht eine Kennung. Ah, der Spielmann, der macht Musik. Ach, weg! Der Bleiner hat keine Zeit zum Aufgreifen. Einverständnis geht. Da der Karl Wilhelm Bürger an Kotz trinkt. Sie ist Schandmul, sie Flucherei, sie sind unkorsam. Vor allem das Lächerlich machen von der Obrigkeit. Bitte Strafe mehr als rechtfertig. Gott sei unserem Abwarten, Gott der Bürger und wer was probieren. So, so. Du also bist der Bürger, der mit dem grossen brechen Mund. Ein arbeitsscheuer Gaukler und Taschenspieler. Schau her! Und ausgerechnet dich sehen der Richter auf der Kette nehmen. Herr Richter! Seid so gut! Überall her muss ich den Kopf nachtragen. Die Kriege auf der Abnitt. Ich bin in der Heim mit Sander Laub und zwei Riede Säcke und rauf alle gerade stoppen an den Schrank. So machst du es, jawohl! Wobei wir bereits schon beim Übertreiben angefangen werden. Also, was ist wert, ist der Sackholz nicht, das steht ich von da. Herr Richter, er und Regi. Schwerer als ein Mückfeld schämen, versteigern sie es uns von den Römern her! So, das wollte ich jetzt selber sehen. Bring den Holz da rauf! Aber hört doch! Leg ihn da her! Und das soll ein Mütterwelsch Kerne sein. Zum Lachen, für dich an drei Mal zu viel. Bring ihn einfach zur Schädigung an. Und jetzt. Der weiße Urwurf, der nicht mehr zu den Fett gelegt ist, ist für die besonders Sprache. Mit wüsten Fersen. Nach dem Spektakel mit dem Bürger von Buebike sehen wir, wie die Leute aus der Gemeinde Oetwil die letzten Meter zum Vogt zurücklegen. Allen voran ist der Holzhauser Dorfvogt, wo der Ehrschatz, das ist die jährliche Abgabe, Vogtabgabe bringt. Die Vogtabgabe beinhaltet Früchte von den Willigen Zehnten und die geforderten Abgaben von Holzhausen. Was haben wir denn vor, Binnen? Ja, mit draußen und drin. Aber es war auch ein schlechtes Jahr gewesen. Es war nicht so gut gewesen, aber ich habe mir viel Mut gegeben, dass wir noch etwas bringen können. Danke. Da bin ich sicher, ein Dutzend Mal mit dem Spiegel verbunden gewesen, mit dem Rappen. So, was habe ich müssen vernehmen? Letzte Seite wird, wenn du den ganzen Schmussberg mit Gold und Karten würdest überdecken, hier gebe ich den Abwehr nicht. Und daher habe ich mir vernehmen, dass der Spieler Jucker, dem Hurtigschuh, mit dem Schultes auf der Platte der Abwehr fertig hat. Am Moment, der Schultes auf der Platte ist ein armer Bauer. Ich weiss, dass er eine alte Hütte hat. Und wir möchten doch schauen, dass auch der zu seinem Landhändler und zu seinem Abwehr zum Schluss beginnen. Du kannst weiterfahren. Ja. Jetzt will ich noch mit dem Neubühler Jokob in Verhandlung mit der Bünde den Grundpfad aussen. Ja, ja, deine Worte. Im Fallfall wollte ich bei der höheren Regierung vorstellig werden, dass man inskünftig eine Sperrfrist von mindestens 25 Jahren einführen tut, um diesen Landhändler mit Stirnen zu bieten. Weiter. Ich habe sie noch mit der Humbrechtigen erkundigen, ob sie da mithelfen würden, in der Seeweinhöhe und in Lützensee bei Lutiken raus. Bitte weiter. Herr Landvogt,
Da habe ich gerade Steinbeck gehört. Da haben sie also den Dorfbock und den Fuhrhalter drin vor und zum Holz raus tief beleidigt und beschimpft. Und der Mann hat wohl ein Lachen gemacht. Ich weiß kein einziger Weg von Zürich bis zum Rappenschwein, von Zürichsee bis zum Rappenüber, überall, wo das durchgehend Steinbett hat. Dann Römer, die haben da Steinbett wecken. Aber das war ja viel vor 1000 Jahren. Und wir mögen ja. Die nächste, die vor den Landvogt kommt, das ist die Witwe vom Pater von Hiwil. Sie klagt vier säumige Patienten ein. Die nämlich wollen die Kosten für eine unnütze ärztliche Behandlung nicht zahlen. Und der Landvogt hat jetzt die Aufgabe, Recht zu sprechen. Der Bader im Dorf ist in der Zeit. Und wir bringen Klage, also ich bin die Witwe Grüter und ich bringe Klage vor von meinem seligen Mann, von diesen Leuten hier hinten, die ich gezahlt habe. Also sie sind mir Geld schuldig. Und mal schauen, was der Landvogt sagt zu dieser Klage. Haus abschneiden, oder? Ja, Abzahlsfamilie, wie ist es gewesen? Nein, warum? Und Herrbringer von mir in den Hohen. Und da bezahlen wir uns dann die da, von da, wo wir nach da oben ist. Ja, ja, aber schon nicht. Bravo. Wo ist es denn? Nicht anders. Ja, das ist toll. Schlaf wie ein Bär, wie ich sehe. Gut, der Landvogt. Bis zu seinem Tag. Und ich habe unsere Bella, die Melcher, vom Stuhl gehört hat. Ihr blöd Kuh. Die machen, wenn ihr so jemand gehört seid. Danke dir immer. Ich bin wieder in die Heime. Du siehst schon, dass ich in die Einziehung in diesem ganzen Friedensdienst aus dem Zürich-Unterland. Wir begrüßen die unsere ständige Menschen von der 16 Herrschaftsgemeinde. Die letzte von der 16 Herrschaftsgemeinde, die vor den Landvogt tritt, ist Wetzikon. Die Wetzikon klagen über die strenge Seite. Das Seitenmandat findet es nicht in Ordnung. Sie wollen. Das ist wirklich mühsam. Ich muss jetzt anders sein. Ich kann den Punkt ständig machen und den Hof durchsetzen. Ich bin Präsident vom Stillstand von Wetzikon. Bin ich beauftragt, von Ihrer Gnade und Weisheit im Namen vom Stillstand und von den Bürgern einen Witzschritt zu überbringen. Und mit eurem eigenen Erlaubnis, die Witzwicht auch öffentlich bekannt zu machen. Wenn ihr erlaubt, bitte vortragen. Okay. Wir und Neilung uns bekannten, wir als eure unterteiligen Bürger und Stillständer, alle Zeit haben das Einzige darauf gedacht, ihre Wohlmeinung in den Menschen heil abziehenden Joch und Obrigkeit nicht verboten nachzukommen. So ist doch mancherlei nicht nur in Mexiko und in Schwammig, das auch uns kommt und ändern sich die Zeiten und derweil sitzen und leben, sodass ihr darauf gekommen. Sicher wird man von diesen Kindern noch im 20. Jahrhundert reden. Natürlich gibt es solche Klagen. Uns von den Nachbarn sind Lärme. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Aber das Zuhören von den Kindern jetzt, ohne alle nachzuhören, um 20 Punkte gebüßt werden und auf ihn abgestraft. Ich meine, das ist heute nicht mehr zeitgemäß und schadet doch auch dem Geschäft und wird sich zu gewährt, da müssen wir doch auch nachdenken. Jeder Ahin, so meinen wir, soll die Kinder können suchen, ohne dass er dafür bestraft wird. Ich weiss nicht, ob man nicht einmal sogar dazu wird kommen, die Festlichkeiten irgendwann sogar auf drei Tage auszusehen. Jawohl! Jawohl! Jawohl!
Dann freuen wir uns auch, dass wir es zweit, warum eigentlich der Hetzig, das Kegel 12, in 20 Punkten muss verboten sein. Unsere ernsten Nachbarn, die Rubenhauser, auf die kommen dann und die haben es da viel besser. Nun, ein weiteres Hintergrund. Ihr wollt zusammen mit der Buttermusik etwas zur Kultivierung von der Fasnacht tun. Und jetzt reden wir natürlich auch die Zwetsige herum. Dass sie mir zugelassen haben. Nein, die Herren hören den Frauen nicht. Unsere Freiheit und ihnen den Haushalt. Ihr sollt heim und ihre Sachen machen in 200 Jahren vielleicht. Dann haben sie etwas mit dem So, im Publikum in Schule, die Schlagzeilen unten oben führen nicht mehr ab. Alle uns Frauen werden ihren Mann zu doofen. Ich begreife die Anliegen. Und ich hätte es mit dem Herrn Unterfogt, dass man vielleicht die 200 Jahre darüber reden kann. Aber ich muss sagen, in meiner Familie möchte ich doch heute Nacht dann mit meiner eigenen Frau reden, auch über diese Sachen. Und dann mal schauen, was sie dazu sagen. Damit wir es mit dem alle ein bisschen schöner haben. Herr Präsident vom Stillstand, wir tun zuerst unsere Meinung finden. Sie kommen den Schluss noch über. Da, wo der Hetzig aufgeführt wird, das grenzt in meinen Augen schon fast an einen Aufruhr. Für 1740 kennen wir das gar nicht. Ich glaube, wir wollen euch auch hier wichtig machen und irgendein Wort brauchen von ferner Zukunft. Ihr sagt, wir wollen spionieren und eine Gemeindepolizei einrichten. Aber, gnädiger Herr, wenn Spiel und Wett erlaubt werden, würde ich mit euch wettmachen, dass die Wetziger öffnen so in 248 Jahren, also anno 1988, die Wetziger die sind, die selber eine Gemeindepolizei installieren. Das ist schwer, die Glauben von diesen Männern hat sich so weit gebracht. Und wir haben das geht wiederum auf unsere armen Frauen zu. Und ein dritter Punkt. Wenn wir genau von unseren Pfarrherren aus, wo wir dann in den Stillstand und sogar der Landvogt, muss zugeben, dass sie rechnen und die sind gerade auch auf kleinen Rat unterstellt. Und dann werden wir schauen, doch, dass wir nach vor Recht halten können. Jetzt haben wir noch schauen, ich habe da ein paar Notizen gemacht. Ich danke dem Unterfunk, dem Landschreiber, dem Amtsrichter für die klaren Aussagen. Die decken sich mit meiner Meinung und der Grundtenor von dieser Meinung schließe ich mich an. Und hier. Herr Fröhlich, was haben Sie für einen Eindruck, Sie als geistiger Vater von dem historischen Jubiläumsspiel? Also, ich bin überwältigt von dem Tag heute. Seit 2 Jahren. Schaffen wir ja auf den Tag hin. Und je länger dass es darauf eingegangen ist, desto mehr haben wir gekümmert darum und gedacht, wie kommt euch das raus. Und jetzt hat das so einen überwältigenden Tag gegeben. Die 16 Gemeinden, also jede, nicht ein einzige ist abgefallen da drin, hat ihr das Möglichste da. Mein Gedanke seinerzeit, die Geschichte einfach ein bisschen hautnaher zu zeigen, als auf einer Tribüne und einer Bühne und man einfach seinen Sitzstuhl hat und man sitzt dort und wartet mal, ob etwas kommt. Bei uns sind jetzt alle mit drin integriert gewesen, das Spiel. Und da, ich muss also nochmals sagen, ich muss also allen 16 Gemeinden das grösste Kompliment machen für den Einsatz und für das ganz hervorragende Spiel von allen zusammen. Die Leute. Das ist so schnuckig. Ja, das ist ganz süß. Gegen den Abend wird auf dem Kratzplatz der Apero eingeläutet. Thank you.
Gäste werden empfangen, unter anderem mit dabei ist Hedi Lang. Hedi Lang, Regierungsrätin vom Kanton Zürich, könnten Sie sich vorstellen, im grünen Galon 1740 regiert zu haben? Ich leider nicht. Erstens mal ist damals die Stadt Zürich hat die Regierung gestellt und nicht der Regierungsrat vom Kanton Zürich. Also wir haben noch nicht eine Kantonsregierung gehabt. Zweitens haben die Frauen noch nichts zu sagen gehabt. Wenn wir nochmal in jene Zeit zurückblenden und uns die Szene vom heutigen Nachmittag durch den Kopf gehen lassen, können Sie sich spontan in eine Rolle von diesen Darbietungen hineinversetzen? Ja, selbstverständlich. Gerade in die letzte, die wir gesehen haben, von der Gemeinde Wetzikon, wo wir da Bittschrift gebracht haben gegen das Sittenmandat. Und da ist eine Frau auch dabei gewesen, die sich gewehrt hat, dass man eben alles zusammen nur so einseitig auf die Männer ausrichten tut. Was haben Sie für einen Eindruck von diesem Fest? Also ich finde es also ganz, ganz bombig. Vor allem ist es eine grosse Freude, dass man feststellen darf, dass die ganze Bevölkerung von Grüningen mitgemacht hat. Aber nicht nur Grüninger, sondern dass eben aus der alten Herrschaft alle die anderen Gemeinden auch gekommen sind und sich auch mit grossen Darbietungen und eigentlich mit grossem Aufwand da und Freude eben auch mitgemacht haben. Gerne. Ob in diesem hohen Alter das halbe Jahrhundert noch gefeiert werden sollte. Aber da kann ich Ihnen sagen, da ist das Grünige nicht lange überlegt worden. Eine weitere Schwierigkeit bei diesem hohen Alter ist noch die, ob das Geburtsjahr überhaupt stimmt. Eine Überlieferung von Ägidius Judy, die 1505 bis 1572 gelebt hat, zeigt, dass im Jahr 1038 der Name Grüningen das erste Mal urkundlich erwähnt worden ist. Wir haben uns auch auf die Lüfte gestützt, die im Jahr 1938 900 Jahre Grüningen gefeiert haben und das 38 vor ca. 2 Jahren eine Idee in den Raum gestellt worden, wo wir die Ausmasse davon nicht im geringsten geahnt haben. Es ist ein Funke in die Gemeinden herausgetragen worden, wo sich auf eine grossartige Art weiterentwickelt hat. Es ist mir darum ein grosses Bedürfnis, all den Mitwirkenden ganz herzlich zu danken. Spontan haben alle Gemeinden wenn ich in diesem Zusammenhang einen Grüninger erwähne, das ist der Werner Fröhlich. Er hat das Ganze mit all den Gemeinden organisiert und koordiniert. Ich danke ihm, dass er alles so gut im Griff gehabt hat, sind, so hoffe ich, auch ein Zeichen, dass wir unser Dorf und unser Städtchen gern haben. Es ist für uns Grüninger eine grosse Aufgabe, dass wir das von unseren Vorfahren angetretene Gut, unser Schloss mit dem angehängten Städtlein, weiter pflegen und so weitergehen, dass auch die Organisatoren von der 1000-Jahr-Feier den Stolz und die Freude, die wir haben, können zeigen. Ich danke nochmal allen Gästen, dass sie heute zu uns gekommen sind und ich wünsche Ihnen allen ein paar schöne Stunden.
Zählt seine Uraufführung erfahrt, kehrt im Städtli langsam Ruhe ein. Der Kunstschlosser, der Kupferschmied und der Steinmetz an der Arbeit. Einer, der die Einspannung etwa 300 Ross hat, der weiss ja los, heute läuft es nicht. Läuft nicht, Otto. Heute, das ist verrückt. Thank you.
Der Zinngiesser zeigt das Gießen von einem Becher. Jetzt beobachten wir den Glasmaler und den Kunstglaser. Für den Goldschmied und den Sattler ist das Interesse gross. Vor der Zentenschür ihr Gemüse und den frisch gepressten Must an. Der Wagner demonstriert sein handwerkliches Können. Mit Brennnesselsud wird die rohe Schafwolle gefärbt und nach dem Trocknen grad versponnen. Als Belohnung für ihren Einsatz kommen da gerade Fischentaler und Gedenktaler rüber. Es geht jetzt am Sonntagabend entgegen und wir sind bald fertig mit unserem Jubiläum, mit unserem glanzvollen 950 Jahre Jubiläum. Es ist gut geraten. Die Organisation hat aus unserer Sicht mitgemacht, hat geklappt. Wir haben das Wetter, ein gutes Wetter gehabt, pünktlich auf 11 Uhr. Gestern ist es schön geworden.
Und wir hatten am Abend kein Wölkchen mehr gehabt. Wir haben heute wiederum strahlendes Wetter. Aber auch die Leute haben mitgemacht. Sie sind gekommen. Man rechnet, dass gegen 30'000 Leute Grüningen da an diesen beiden Tagen besucht haben. Wir sind jetzt hier gerade noch mal in dem Hauptteil rein, den wir hier haben, wo der Bestandteil ist von unserer historischen Feier, nämlich der Aufzug von diesen 16 verschiedenen Ortschaften, die früher zur Herrschaft Grüningen gehört haben. Sie haben in einem glanzvollen Spiel am Samstag und ein Teil haben sie dann wiederholt am Sonntag, haben sie die Aufwartung gemacht vor dem Landvogt und haben die Zehnten abgeliefert, haben Gerichtsfälle durchgenommen, haben Klagen vorgebracht oder haben sich auch müssen aber Kapitel lassen. Mit diesen Worten von Emil Göri und den folgenden Klängen der Spielleute verlassen wir langsam die historische Feier vom 950. Geburtstag von Grüningen. So viel tausend Gaben, die wir aus deiner Hand allein in solchem Überfluss empfangen haben. So trittst du denn nun auch zum Nutzen und zur Lust mit fetten Schritten ein, vermehrender August. Wir sehen dir und deinem reichen Segen mit inniglicher Freude entgegen. Gott lob, dass wir die frohe Zeit erlebt, in welcher die Natur, gekrönt mit reifen Ähren, uns ihre Brüste beugt. Der frohe Landmann hebt den Lohn für seine Mühe, die sich und uns zu nähren, er fleißig angewandt. Hier wird das Korn gemäht. Auf Stoppeln zeigt man jetzt das Vieh darauf zu weiden. Die reife Hülsenfrucht wird jetzt mit Nutz verkauft. Den Acker rühret man und sorgt, dass er aufs Neue gedüngt sei. Man sammelt wie das Vieh das Laub vom Ulm und Wein, von Erlen, Birken, Esch und Eich. Schneiderfried, so Sepp antwortet: Wie sieht es aus bei euch in meinem Festsaal? Unterhaltung abgeschlossen. Ist alles in Aufrufstimmung? Danke, Fritz. Merci. Rita Zentrale von ZIP antworten. Ja, ich habe das Gefühl, wir dürfen die Information aufheben. Wir tun das Büro zu. Bringt bitte die Geräte in den Technikraum. Ja, danke. Technik von selbst antworten. Jawohl. Du, Max, wärst so gut und würdest alle Geräte, die jetzt retour kommen, wieder auf die Ladestation, dass wir dann morgen das alles schön zurückschieben können. Ja. Funkkontakt ab sofort an Ari. Aufgehoben, Geräte zurück in den Technikraum. Danke allen für Mitarbeit. Danke, Schluss, Ende.